Eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe ist in Trier entschärft worden. Der Sprengsatz aus dem Zweiten Weltkrieg war auf einem Privatgrundstück nahe dem Matheiser Weihern gefunden worden. ...2700 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Einsatzzentrale war auf dem Parkplatz vor St. Matthias. Und dann gucken wir mal, wenn wir die Patronen nicht sehen, tun wir den Spotter da hinten positionieren und dann gehen wir in die Luft. Okay, jawohl. Mehr als 200 Einsatzkräfte kümmerten sich um die Menschen im Stadtteil. Sie mussten auch kontrollieren, dass während der Entschärfung niemand mehr dort war. Achtung, Achtung! Hier spricht Ihre Feuerwehr. In Ihrer Nachbarschaft wurde eine Bombe gefunden. Die Bombe muss vor Ort entschärft werden. Verlassen Sie darum Ihre Wohnung und begeben Sie sich hinter die Absperrung. Denken Sie auch an Ihre direkten Nachbarn, an Kinder, ältere Menschen und Behinderte. Folgen Sie den Anweisungen von Polizei und Feuerwehr. Achten Sie auf weitere Durchsagen. An jeder Haustür wurde geklingelt. Ein Kreuz auf der Straße als Signal dafür, dass niemand mehr im Haus ist. Wurde eine Bombe gefunden. Die Bombe muss vor Ort entschärft werden. Verlassen Sie darum Ihre Wohnung und begeben Sie sich hinter die Absperrung. Mehr als 20 Menschen mussten mit Rettungswagen evakuiert werden. Notquartier in der Wolfsberghalle. Nicht viel los hier. Die kommt aus Polen. Da wir beide, meine Frau und ich, nicht mehr laufen können, ist sie als Hilfe bei uns. Ah, okay. Ja. Sind Sie jetzt von der Weißmark oder aus Heiligenberg? Von der Weißmark. Ah, Sie sind Weißmark, oder? Ist Ecke, ja, Ecke Kurvenstraße. Ganz wunderbar. Die Nachbarschaft zusammen. Ja, jetzt fast alles her. Ja, sicher. Um 19.56 Uhr ist die Bombe entschärft. Wir haben heute hier eine britische Sprengbombe entschärft. 500 Pfund war sie schwer. Sie war ausgestattet mit einem Bodenzünder. Diesen haben wir aus der Deckung heraus mit einer sogenannten Seilscheibe entschärft. Wir waren also selber an der Bombe nicht dran, als wir den Zünder entfernt haben. Es hat eigentlich sehr gut funktioniert. Wir hatten keinerlei Probleme, wie erwartet. Und die Bombe wird jetzt in unser zentrales Zwischenlager abtransportiert und dann der Vernichtung zugeführt. Natürlich musste evakuiert werden weitflächig, weil das immer ein gewisses Risiko birgt. Dafür hatten wir über 100 hauptamtliche und über 100 ehrenamtliche Kräfte im Einsatz. Denen allen auch ein herzliches Dankeschön dafür. Ja, aus Sicht der Feuerwehr auch ein besonderer Einsatz. Die Bombe an sich, die Evakuierung, ist schon fast Routinebetrieb. Aber halt die Sonderlage Corona oben drauf gesetzt, hat uns halt vor besonderen Herausforderungen gestellt, gerade für den Bereich der Sanitätseinheiten, die Transporte durchführen mussten von den Patienten, die sich selbst für Unterkunft sorgen konnten. Das
Der Auffangraum von uns war andere Voraussetzungen diesmal, also schon eine ganz besondere Einsatzstelle. Aber es hat gut funktioniert. Die Ehrenamtlichen haben da einen super Job gemacht und da kann ich mich in aller schärfster Form dafür bedanken. Im Bereich Freiwillige Feuerwehr, im Bereich Sanitätsdienste sehr, sehr gute Arbeit geleistet und deswegen waren wir auch sehr schnell jetzt hier mit dem ganzen System durch gewesen.